Hallo liebe Freunde von Softwarequalität. Ihr wollt in eurem Anwenderprogramm einen entsprechenden hohen Standard in Sachen Softwarequalität erreichen? Mit der Tierportal Test Suite unterstützen wir euch dabei. Diese beinhaltet sowohl einen Style-Checker, der auf entsprechende Benennungen eurer Programme achtet, als auch einen Applikationstest, mit dem ihr für eure Bausteine entsprechende Tests vorgeben könnt. Wie das funktioniert, zeigen wir euch jetzt. Die Test Suite ist ein neues Tierportal-Optionspaket mit eigener Lizenz und folgenden Möglichkeiten. Es ist möglich, Programmier-Style-Guides zu erstellen und deren Einhaltung zu prüfen. Es können Applikationstests erstellt werden, welche mit PLCSim Advanced ausgeführt werden. Diese Lösungen garantieren eine kontinuierlich hohe Programmqualität und sind voll in Tierportal integriert. Die Test Suite befindet sich in der Projektnavigation unterhalb des Version Control Interfaces. Dort gibt es zwei Ordner: Style Guide und Applikationstest. Schauen wir uns den Style Guide Checker jetzt im Detail an. Mit dem Style Guide Checker können wir Style Guides definieren, indem wir Regeln für PLC-Variablen, Bausteine, Bausteinschnittstellen und PLC-Datentypen erstellen. Es gibt die Möglichkeit, die Style Guide Regeln extern bereitzustellen. Die Regeln im Editor können wir mit Hilfe des Buttons Export und Import als XML-Datei exportieren oder entsprechend importieren. Einzelne Regeln können hierbei auch deaktiviert bzw. auch wieder aktiviert werden. Mit dem Button Regelset ausführen ist es möglich, die aktivierten StyleGuide-Regeln innerhalb einer Regelsammlung auszuführen. Anschließend wird eine Zusammenfassung der Testergebnisse erstellt und diese im Inspektorfenster unter dem Reiter Testergebnisse angezeigt. Hier gibt es die Möglichkeit, über den Link direkt zur verletzten Regel bzw. zu dem verletzenden Objekt zu springen. Ein StyleGuide-Regelsatz kann auf ausgewählte Elemente in einem Projekt angewendet werden. Es können einzelne Elemente wie Bausteine oder mehrere PLCs auf einmal geprüft werden. Es kann auch mehrere Regelsätze geben. Diese können manuell nacheinander ausgeführt werden. Die Regeln definieren keine positiven Regeln, sondern Regelverstöße zur Prüfung. Die Vorteile des integrierten StyleGuide-Checkers sind: eine einfache und intuitive Definition der Regeln innerhalb des TIA-Portals. Ein schnelles Finden und Beheben von Regelverstößen, die eine kontinuierlich gute Programmqualität unterstützen. Schauen wir uns nun den Editor hierzu an. Hier können wir eine neue Regel per Doppelklick auf Hinzufügen erstellen und diese anschließend konfigurieren. Zum Beispiel den Typ der Regel festlegen, ob Metadaten oder Schreibweise des Namens oder auf Präfix und Suffix prüfen, das zu testende Objekt auswählen, ob Codebaustein, globale Bausteine, Instanz-DBs oder Tags und ob dieser Verstoß als Warnung oder Fehler ausgegeben werden soll. Wir wollen eine neue Regel erstellen, die prüft, ob Codebausteine mit dem Autor Test existieren. Dazu nutzen wir als Typ Metadaten. Eine entsprechende Struktur zur Definition der Regel wird nun unterhalb der neuen Regel angezeigt. Wir nutzen als Regelverletzung enthält, als Eigenschaft Autor und als Wert Test. Eine weitere Möglichkeit zur Prüfung ist die Schreibweise. In diesem Fall wird die Regel bei Codebausteinen verletzt, die in Großschrift benannt sind. Wir können zudem prüfen, ob der Name eine bestimmte Zeichenfolge enthält bzw. nicht enthält. Der Name kann ebenfalls auf eine bestimmte maximale bzw. minimale Länge geprüft werden. Eine Prüfung auf definiertes Präfix bzw. Suffix ist ebenfalls möglich. Diese Regelsammlung des StyleGuide-Checkers kann wiederum mit dem Startbutton ausgeführt werden. Im hinterlegten Projekt gibt es dazu mehrere Programmbausteine, die sich nicht an StyleGuide-Regeln halten. Die erste in der Testsuite hinterlegte Regel prüft beispielsweise, dass der Name eines Codebausteins maximal 24 Zeichen lang sein darf. Die Regel ist als Warnung definiert, sodass bei einer Namenslänge größer als 24 Zeichen eine Warnung ausgegeben wird. Wir wählen über Scope den Gültigkeitsbereich aus und lassen die ausgewählten Projektbestandteile prüfen. Die Ergebnisse des StyleGuide-Checkers werden im Inspektorfenster im Reiter Testergebnisse angezeigt. Hier sehen wir bereits einen Regelverstoß von einem Programmbaustein mit zu langem Namen. Mit dem Link können wir direkt zum Baustein springen, um den Regelverstoß auszubessern.
Wir können Testfälle erstellen, um funktionelle Tests für einzelne Bausteine oder eine ganze Applikation zu definieren. Ein Testfall enthält dabei Definitionen von Variablen und Testschritten. Ein Testschritt setzt sich typischerweise zusammen aus der Wertzuweisung an PLC-Variablen, die für den Test gewünschten Werte, die Ausführanweisungen für beispielsweise die Anzahl der CPU-Zyklen oder die Zeit. Weiterhin enthält er die Prüfbedingungen, bei denen die Aktualwerte mit den erwarteten Werten verglichen und eine Meldung erzeugt wird. Beim Ausführen von Testfällen werden folgende Schritte automatisch ausgeführt. Erstens, es wird eine PLC-Sim Advanced Instanz erzeugt. Zweitens, das Projekt wird kompiliert und auf die PLC-Sim Advanced Instanz heruntergeladen. Drittens, der Test wird ausgeführt. Viertens, die PLC-Sim Advanced Instanz wird gelöscht. Fünftens, die Testergebnisse werden angezeigt. Hierdurch wird eine testgetriebene Entwicklung ermöglicht, bei der getesteter Code vor der Verwendung in einer realen Maschine freigegeben werden kann. Die kontinuierlichen Regressionstests unterstützen somit eine stabile Softwareentwicklung. Ein Applikationstestfall kann eine S7-1500 PLC im Projekt prüfen und dabei mehrere Testfälle ausführen. Dabei muss darauf geachtet werden, dass der Simulationssupport in den Projekteigenschaften aktiviert ist und auch alle Bibliothekstypen bzw. Know-how-geschützten Bausteine mit aktiviertem Simulationssupport übersetzt wurden. Wir wollen dabei die einzelnen Bausteine des PLC-Programms testen. In unserem Fall testen wir den Baustein Binomial. Wir instanziieren den Funktionsbaustein in einem zyklischen Organisationsbaustein, zum Beispiel Test. Die Instanz des FBs wurde instBinomial genannt. Die Bausteinparameter bleiben unverschaltet, da sie später von der Testsuite vorgegeben werden. Im Testfalleditor definieren wir zunächst lokale Variablen für den Testfall. Damit erstellen wir eine Abbildung von Bausteinvariablen oder globalen Variablen oder IO-Tags auf lokale Aliase. Dies ist optional, erlaubt aber eine bessere Pflege und einfachere Zuweisung der Variablen. Anschließend werden die einzelnen Schritte des Testfalls definiert. Ein Schritt für solch einen Test folgt dem AAA-Muster. Dies steht für Arrange, Act und Assert. Arrange. Dies ist das Setzen der Werte der Daten, die an den zu testenden Funktionsbaustein übergeben werden. Zum Beispiel die Zuweisung des Wertes -1 an den Eingang A und Eingang B. Act. Das ist das Ausführen des zu testenden Anwenderprogramms mit den definierten Parametern über die Zeit bzw. die Anzahl an Zyklen. Assert, das ist das Überprüfen, ob sich die zu testende Aktion wie erwartet verhält. Hiermit möchten wir ein Beispiel für einen Motorbaustein vorstellen, wo wir lokale Aliase Speed und Position definieren, die auf die entsprechende Instanzdaten des FBs zugreifen. Wir haben einen Eingang am FB Set Velocity und einen Ausgang im FB Actual Position. Jetzt definieren wir einen Testschritt, in dem wir die Geschwindigkeit prüfen möchten. Wir setzen dafür den Eingang Speed auf 20. Wir lassen die PLC 3 Zyklen laufen und erwarten, dass der Ausgang Position dem Wert 60 entspricht. Dann führen wir die Testfälle aus und bekommen folgende Ergebnisse im Inspektorfenster. Zunächst das Kompilationsergebnis im Reiter Compile. Hier kann geprüft werden, ob das PLC-Programm im TIA-Portal fehlerfrei übersetzt ist. Als zweites das Download-Ergebnis im Reiter General. Hier können wir prüfen, ob das Projekt auf die PLC-Sim Advanced Instanz heruntergeladen wurde. Als drittes das Testergebnis im Reiter Test Results. Alle Testergebnisse werden im TIA-Portal-Projekt unter Common Data in Logs abgespeichert. Damit wird die Testausführung im Projekt dokumentiert. Es kann somit beispielsweise nachverfolgt werden, wann ein Fehler erstmalig aufgetreten ist. Ihr habt sicher gut aufgepasst. Dann könnt ihr mir jetzt sagen, aus wie vielen Komponenten die Testsuite besteht. Na? Genau, aus dem Applikationstest und dem Styger-Checker. Sprich aus zwei Komponenten. Die helfen euch dabei, dass ihr keine bösen Überraschungen bei eurer nächsten Inbetriebnahme habt. Viel Spaß! Siemens.
Ingenuity for life.